Schritt 18. Öffentliche Auszählung der Stimmen. Nun ist es endlich geschafft. Die Wahlzeit ist abgelaufen. Wie geht's denn jetzt weiter? Auch das schreibt die Wahlordnung ganz genau vor. Unmittelbar im Anschluss an die Stimmabgabe muss mit der Auszählung begonnen werden. Ja, und dabei muss auch der gesamte Wahlvorstand anwesend sein. Und was ist, wenn die Wahl in mehreren Wahlräumen stattgefunden hat? Also in dem Fall müssen zunächst einmal die Wahlurnen aus den lokalen Wahllokalen in das zentrale Wahllokal verbracht werden. Ja, und dann kann natürlich auch erst mit der Stimmauszählung begonnen werden. Und ganz wichtig ist, dass sowohl das Öffnen der Wahlurne als auch die Auszählung öffentlich zu erfolgen hat. Also Zuschauer sind möglich. Naja, also aus meiner Sicht doch mal total erwünscht. Denn das ist doch toll, wenn man sieht, dass die Belegschaft sich für das Ergebnis der Betriebsratswahl interessiert. Bei der Auszählung wird es richtig spannend. Auch hier müssen Sie wieder nach Wahlordnung vorgehen. Dann können Sie schnell das Ergebnis präsentieren. Fassen wir noch einmal zusammen. Alle Wahlurnen müssen in ein zentrales Wahllokal gebracht werden. Die Auszählung erfolgt unverzüglich nach Beendigung der Stimmabgabe. Es ist die Anwesenheit des gesamten Wahlvorstands erforderlich. Der Wahlvorstand kann durch Beschluss Wahlhelfer heranziehen. Mit der Software Wahlhelfer der WAF können Sie sich direkt im Wahllokal die Ergebnisse errechnen lassen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, einen Drucker und einen PC mit unserer Software im Wahllokal aufzustellen.